Oh Mann, von einer Insel, wo die Leute komisch sprechen, zur nächsten. Das ist schon unglaublich, was? Willkommen zurück zu Dragon Quest 7. Ein sehr kleines Dorf, wo wir jetzt angekommen sind hier. Wir haben uns noch nicht so wirklich umgesehen. Das sollten wir auf jeden Fall als erstes machen, nicht wahr? Oh Mann, das ist echt unglaublich. Ich hab mich schon gefreut, ne? Jetzt sind wir endlich die Leute da los, die das Spanisch-Deutsch so total vermischen. Und jetzt haben wir hier voll den Dialekt. Naja, gut, was soll's. Das ist immer noch etwas angenehmer, trotz allem. Aber ich hab's ja schon gesagt, ne? Jetzt so allmählich finde ich dann doch ein bisschen übertrieben. Am Anfang habe ich das ja noch als so großen Pluspunkt markiert, dass es eigentlich ganz cool ist, hier ein bisschen den Stil variieren zu lassen und so, aber mittlerweile, oje, oje, mittlerweile ist es einfach nur noch anstrengend teilweise. Aber mal sehen. Der Musiker hat das Dorf heute des Morgens verlassen. Der meinte, er wäre auf dem Weg nach Reusenhausen. Wenn er morgens nicht so lang bummelt, holt ihr den vielleicht noch ein. Genau, anscheinend gibt es ja also doch mehr Orte. Nur muss man hier wohl Passagen überqueren oder so, ich weiß noch nicht genau. Müssen wir mal sehen, ob es da irgendeinen Bergpfad oder sowas gibt. Das wäre so das Naheliegendste, ne? Okay, ich weiß noch nicht, haben wir schon alles zerschlagen überhaupt? Ich denke nicht, ne? Wir sind eigentlich so ziemlich direkt zur Küche. Ich glaube, wir haben nur außen mit den Leuten gesprochen, ne? Und nicht großartig in den Gebäuden. Hier schläft wieder jemand. Graue Künder. Graue Künder. Was ist denn der graue Künder? La la la, da da da. Oh oh, Dunnerlittchen, wie lang steht ihr denn schon da? Das ist mir jetzt peinlich, aber das ist so. Dat mir diese Melodie einfach nicht mehr aus dem Kopf geht, seit der alte Herr uns seine Lieder vorgespielt hat. Aber in meinem Alter sollt ihr nur wirklich nicht mehr vor mir hinträllern. Oh Mann, ey. Es hat ja irgendwie auch seinen eigenen Charme, das kann man schon dazu sagen. Man muss dann auch ein bisschen drüber schmunzeln hier und da. Ist schon ganz nett. Aber ganz nett muss nicht zwangsweise auch gut sein, ne? Keine interessanten Bücher. Auch hier ist nichts. Ein bisschen arm, aber ich glaube, bisher haben wir noch gar nichts großartig hier bekommen. Doremi, la la la. Ja, ich kann mir nicht helfen. Wenn ich so im Bad stehe, ist mir nach Singen zumute. Dunnerlittchen, was macht ihr denn hier? Was fällt euch ein, einfach so ins Bad einer Frau zu platzen? Moin, ich bin die Bürgermeisterin von Rohrbräuch. Das wundert euch wohl, dass eine alte Frau wie ich so ein Amt hab. Ehrlich, wird am längsten was. Nun denn, ihr seid Touristen, nicht wahr? Habt ihr euch denn schon im Dorf umgesehen? Oh, durchaus. Bestens, dann habt ihr bestimmt bemerkt, dass der Tunnel unter den Bergen momentan geschlossen ist. Leider haben wir hier keine Herberge oder was in der Richtung. Aber wollt ihr nicht einfach hier... Was pufen? What? Was? Ernsthaft? Ich komme auf manche Worte nicht klar. Ey, das ist unglaublich. Was ist denn das schon wieder? Das muss man ja direkt mal nachgoogeln. Das ist ja unglaublich. Dass sie sich hier ausruhen oder was? Oh Mann. Mir macht das nix. Hervorragend. Dann wohl gute Nacht. Eieieiei. Oh, wieder nette Musik, ja? Das war mal eine andere Schlafensmusik hier. Na nu, was wollen die denn jetzt? Komm schon, Chris, du kannst nicht den ganzen Tag verschlafen. Steh schon auf, draußen geht etwas Seltsames vor, das müssen wir uns ansehen. Los, Bewegung. Na nu. Keine Musik, ha? Ja, hoffentlich geht mal ein bisschen Action ab. Oh, eine Mini-Medaille, sehr schön. Das ist immer wieder gut. Sonst noch irgendwas, ha? Nope. Aber okay, dann sehen wir doch mal. Ah ja, hier wissen wir schon, dass es nichts gibt. Also nichts wie raus. Wer ist denn da, oder was ist hier, oder was zum... Keine Menschenseele mehr da? Hey, war das schon vorher da? Wir können ja mal hingehen. Rohrbräucher Tunnel U1, was? Sollen wir da hin? Keine Ahnung, es war keine Menschenseele mehr da. Tür ist fest verschlossen. Doof. Naja, wenn das schon so ein Tunnel ist und der scheint irgendwie wichtig zu sein, dann gehen wir einfach mal rein. Oh, Steingolem, ha? Und ein Schamane. Ihr seht ja lustig aus, ha? Klassischer Dragon Quest Golem, aber ein grauen Farbschema.
Mal sehen, ich weiß nicht, ob ihnen Luftangriffe was ausmachen, ganz im Ernst. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn die keinen Effekt haben, aber mal sehen. Oh, schade, Magma-Strom hat schon mal nicht funktioniert, das ist immer doof. Oh, wow. Anscheinend ist er doch recht anfällig. Irgendwie könnten die wirklich mal ein bisschen mehr mit Elementarschwächen arbeiten zu dem Zeitpunkt im Spiel. Man hat doch in der Regel schon genug verschiedene Zauber, um das realisieren zu können, oder nicht? Also... sehr schön, eine weitere Mini-Medaille. Na gut, dann kämpfen wir uns eben gegen ein paar Golems durch, warum auch nicht, ne? Aber ihr seid auch keine echte Herausforderung momentan. Weil selbst wenn man jetzt nicht viel trainiert, die Standardgegner sind ja nie die große Herausforderung im Spiel bisher gewesen, wenn man es mal ganz genau betrachtet. Es waren nicht immer, wenn dann nur die Bosse. In letzter Zeit sind die ja dann doch eher ernüchternd, aber das schiebe ich dann doch aufs Training, ne? Also, das wird man wohl schon den Zusammenhang haben. Denn wir hatten in der Vergangenheit ja durchaus auch schon mal Probleme an einem Boss. Übrigens finde ich das Schwert ziemlich cool, was gerade unser Hauptcharakter hat, also Chris. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Hat ein schönes Design. Finde ich allgemein immer gut, wenn man einfach auch Waffenunterschiede sieht im Kampf. Macht ja nicht jeder, ne? Ist aber immer wieder ganz nett von den Details. Mag ich. Man nimmt das teilweise dann immer so als selbstverständlich hin, dabei ist das gar nicht so selbstverständlich. Sag mal, warum funktioniert dein blöder Zauber überhaupt nicht mehr? Was ist denn mit dir los heute? Oh. Kamikaze, Schnarch, Puff, Multiheilung, yes, Wiedergeburt, Luftikus. Okay, ach nee, das hatten wir doch schon mal, oder? Ja, weil kein Schnellspeicherpunkt war beim letzten Mal da. Deswegen lernt er das jetzt nochmal nach, naja, egal. Denkt mir gerade so, ja, das kommt mir doch irgendwie vertraut vor. Ach so, ja, natürlich. Aber gut, gut. Die hätte ich wiederum vielleicht nicht unbedingt zwangsweise angreifen müssen, egal. Manchmal sollte ich wirklich einfach nur fliehen, glaube ich, ne? Das ist schon auch teilweise, glaube ich, einfach praktischer. Huch, was bist du denn? Schlammschlachter. Oh, die sehen ja cool aus. Oh, richtig cool irgendwie. Ich mag irgendwie hier den Effekt, den die haben. Das sieht ziemlich awesome aus. Das könnte man so auch locker auf eine bessere Plattform übertragen. Ohne viel abändern zu müssen. Das sieht grafisch irgendwie sehr ansprechend aus. Aber okay. Auch euch hauen wir natürlich weg, ist doch klar. Es funktioniert einfach nicht, ne? Früher hat Magma-Strom die ganze Zeit funktioniert. Was soll das? Was ist mit dir los, ne? Stimmt was nicht? Ach, hier gibt's reguläre... ach so. Oh. Wie praktisch, cool. Hier gibt's also diese Quellgeister regulär. Schick. Das heißt, wir sollten irgendwann mal alle zu Monstermeistern machen und uns diesen Job krallen, ne, wenn da was droppt, beziehungsweise sich im Monsterpark anschließt. Das sollte sehr praktisch sein. Was haben wir hier? Tidentorp und Reusenhausen. Okay. Na, gehen wir doch erstmal nach Tidentorp. Oder? Ach so. Moment, was haben wir erstmal hier? Hier ist eine Kirche. Das scheint ja wirklich eine relativ große Region zu sein. Ich dachte erst, hoch ist die so klein, aber nope. Haben wir doch noch einiges, was wir uns ansehen sollten. Finde ich auch gut so. Und allgemein ist es auch mal wieder ganz schön hier so eine Insel zu haben. Die andere war ja dann doch ein bisschen klein und hatte trotzdem einen langen Laufweg, ne? Jetzt funktioniert es natürlich gegen einen. Ist ja lustig, wie weit der fliegt. So, okay. Kirche, Kirche, Kirche. Kirche bei Rohrbräuch. Wenn ihr von hier aus nach Süden geht, kommt ihr in ein schmuckes, lüttes Fischerdorf namens Reusenhausen. Wenn ihr nach Tidentorp wollt, das liegt über dem Berg im Osten. Ich würde mir aber an eurer Stelle meine Abenteuer in einem Tagebuch aufschreiben, bevor ich zu diesem Ort aufbreche. Aha, okay. Interessant. Gibt's da wohl Probleme, was? Ja, momentan mache ich das noch nicht. Ups. Mensch. Überall Gegner. Nee, wir fliehen jetzt mal. Wirklich. Ihr habt doch eh keine Chance. Jetzt steigert er auch noch seine Abwehrkraft. Ich glaube, es hakt. Hast doch eh keine Chance. Los jetzt. Magmawelle, dünne Luft und gut ist. Nicht wahr? So muss das funktionieren, na? Gegen einen funktioniert natürlich dein Magma-Strom auch wieder, weißt du? Oh, Perlentor.
Warte mal, da ist Chris gerade aufgestiegen, oder? Oder? Ich denke schon, ja. Das ist interessant auf jeden Fall. Na dann. Sehen wir uns das doch mal an, hier im Süden. Reusenhausen. Leider zeigt auch hier unser Radar nichts an. Das ist ein bisschen schade wiederum. Touristen, wart willkommen im Reusenhausen. So, erstmal sehen wir doch mal. Vielleicht gibt's endlich mal wieder neues Equipment, was auch taugt. Für so ein abgelegenes Kaff haben sie hier ein ziemlich beeindruckendes Sortiment an Waffen und Rüstungen. Seht euch nur mal die Kampfaxt an, die ich gekauft habe. Bestaunt diese hochwertige Verarbeitung und sie war gar nicht mal so teuer. Aha. Im Rüstungsladen sehen wir doch erstmal. Ja, zumindest scheint es neue Sachen zu geben. Das ist jetzt leider zu schwach. Haben wir schon. Zu schwach. Einen Piratenhut haben wir noch im Inventar, soweit ich weiß. Wikingerhelm ist aber auch ganz gut. Wenn es uns momentan nur um eine Abwehrsteigerung geht. Ja, der Unterschied ist nicht zu verachten, glaube ich. So 8 Punkte bei Christi kann man dann schon mal, glaube ich, nehmen. Ja, warum nicht, ne? Wir haben das Geld. Soll sich Chris doch mal damit ausrüsten. Dann organisieren wir mein Gepäck um, alles klar. Natürlich will ich mich ausrüsten. So, ich glaube, das passt auch erstmal. Einfach nur ein schöner neuer Helm. So, was haben wir denn hier? Waffenladen. Schieß mal los. Ja, ne, das passt irgendwie. Waffenladen, schieß doch mal los. Ach, steht bestimmt eh auf irgendeinem Schild. So als Slogan oder so. Wobei, das wäre vielleicht nicht der empfehlenswerteste Slogan, ne? Ich wollte doch nur die Waffe testen, Mann. Egal. Schlagring ist Quatsch. Stab der Antimagie. Ist dann wohl... Was macht das? Dass die nicht mehr zaubern können vielleicht? Könnte ich mir vorstellen. Kampfaxt ist mir jetzt zu wenig Unterschied wiederum. Scherenschwert? Das kann niemand tragen. Interessant. Wenn es ein Objekt gibt, was niemand tragen kann, kündigt das vielleicht irgendwas an? Das ist nämlich immer interessant. Das ist so klassisch in RPGs, ne? Wenn man jetzt irgendwelche Spiele spielt, wie zum Beispiel auch Tales of oder so, macht auch den Fehler. Das ist einfach... es gibt einen neuen Waffentyp. Okay, das heißt, bald kommt ein neuer Charakter. Aber mal sehen. Wir sind jetzt schon ewig in dieser Gruppe, aber es könnte durchaus sowas bedeuten, ne? Den Fehler machen immer viele Entwickler. Ich denke, man sollte es wirklich so machen, dass man auch erst die entsprechenden Waffen in den Shops freischaltet, die entsprechenden Typen, sobald der Charakter dann drin ist, um eben sowas nicht zu machen. Das sind solche Mikro-Spoiler, ja? Erfahrene Spieler können das gleich zuordnen, das ist immer so. Wir sind hier stolz darauf, dass die Gäste in unserer Herberge nur frischen Fisch serviert kriegen. Nur leider haben die Fischer von hier in letzter Zeit kaum was fangen können. Da müssen wir uns gerade überlegen, den Speiseplan zu ändern. Was ich ein bisschen schade finde, hier sind ja tatsächlich auch die Equipment-Sachen gar nicht shop-abhängig, ne? Weil viele Spieler machen das so, dass du bestimmtes Equipment halt in bestimmten Shop-Klassen viel besser verwenden kannst zum Beispiel oder so. Finde ich an sich nochmal ganz cool. Gibt dem Ganzen halt nochmal ein bisschen einen Zusatz, ne? Finde ich ganz schick auf jeden Fall, wenn man das auch noch einbaut. So verschiedene Shop-Level, dass man zum Beispiel, was weiß ich, einen S-Rang, ein Schwert hat, wenn man jetzt ein Champion ist oder so, keine Ahnung. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will, nicht wahr? La la la, da da da, was glotzt ihr denn so? Wollt ihr mir sagen, ich hätte kein Gesangstalent? Sagen wir einfach eiskalt, ja. Ihr seid ganz schön frech, was gibt euch überhaupt das Recht, das zu beurteilen? Zieht Leine und lasst mich in Ruhe. Das ist unerhört, dass die Fischbestände so stark zurückgehen. Ich frag mich, ob da unter dem Meer nicht irgendwas vorgeht. Unter dem Meer, ha? Huh? Das könnte auch ein nötiges Stichwort sein. Das wird immer schwieriger, Fische zu fangen. In letzter Zeit macht das kaum noch Sinn, die Boote rauszubringen. Einige der Männer machen sich nun wahrhaftig nicht mehr die Mühe. Die verbringen nur ihre ganze Zeit in der Schenke. Der Alte, der gestern hier vorbeikam, ist durchs ganze Dorf gezogen und hat dabei seine Lieder gesungen. Das war, als wollte der auf Nummer sicher gehen, dass okay, jeder Einzelne ihn hört. Ich frag mich warum. Nicht, dass ich nicht froh darüber wäre. Auf keinen Fall. Die Musik, was der gespielt hat, war wunderbar. Einfach nur wunderbar. Guten Tag wünsche ich. Wünsche ich. Setzt euch und macht das Kommodik. Oh Mann, ey. Das ist irgendwie ist es ja interessant. Ich mag das. In dem Fall mag ich es jetzt wirklich mal. In dem Fall ist es mir irgendwie sympathisch. Ich weiß auch nicht. Hat irgendwie was. Ist ganz lustig. La 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 da 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 dum di dum.
Ja, wenn ich mir die schöne Melodie ins Gedächtnis rufe, ist es, als hört ich sie nochmal zauberhaft. Ich frage mich, ob der alte Musiker noch in der Herberge ist. Ich würde ihn zu gerne noch ein Lied spielen hören, wenn das nur ginge. Ist das eben dieser Musiker, den wir gerade im Prinzip beleidigt haben? Ups, anscheinend kann er wohl doch singen. Zumindest sind hier alle ganz hype auf seine Musik, nicht wahr? Wie oft sage ich heute eigentlich nicht wahr? Ich sollte damit aufhören. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich beende jeden zweiten, dritten Satz mit nicht wahr. Gott, oh Gott. Es kommt davon, wenn ich wieder Sachen übersetze, ne? Wo ständig solche Fragen angedeutet werden. Das geht dann oft über, wenn man sich stundenlang mit sowas beschäftigt. Das mache ich ja so nebenbei, ne? Um mit vollem Netz nach Hause zu kommen, muss man losmachen, bevor es hell wird und bis nach Sonnenuntergang draußen bleiben. Darum haben wir dieses Leuchtfeuer, damit wir zu jeder Tageszeit im Hafen an- und ablegen können. Ja, sehr klug, euer kleiner Leuchtturm hier, ha? Sehr antiquiert, aber okay. Wenn er funktioniert, dann funktioniert er. Hihihi, bei Fuß, komm her. Ja, was gibt's hier denn noch alles an Häusern? Überall waren wir noch nicht, aber jetzt fast überall. Und hier drin gibt's auch noch Fässer. Na los. Hat sich schon gelohnt. Ein Lebensabend ist super. Das war schon spät gestern, als ich den alten Musiker gesehen hab, wie der am Strand stand und ob das Meer hinaus gekickt hat. Ich hab das schlimme Gefühl gekriegt, dass da was ganz und gar nicht in Ordnung ist. Aber ich konnte nicht genau sagen, was das sein könnte. Oh Mann, ihr seid super, Leute. Ihr seid super. So, hier gibt's auch eine Mini-Kirche irgendwie. Naja, eher ein Schrein, ne? Ich will ja gerne die Fußstapfen von meinem Vater treten, echt wahr? Aber ich weiß nicht, ob ich nicht zu schwach auf der Brust bin, um Fischer zu werden. Mein Traum wäre ja, nach Diedendorp zu gehen und Bade zu werden. Die Frage ist nur, ob ich okay den Glauben hab, um ihn zu verwirklichen. Meine Güte. Oh Mann. Man muss sich da auch erstmal anpassen. Das ist ja ganz schön schwierig eigentlich, ne? Aber es macht auf jeden Fall Spaß, das muss man schon sagen, sowas mag ich. Der Lederhut, mal wieder. Als hätten wir nicht schon 1000 davon bekommen oder so, gefühlt. Die Monster, denen wir auf See begegnen, sind viel gefährlicher als früher. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, sind die Fische nur alle weg. Wenn das so weitergeht, ist das bald vorbei mit der Fischerei hier. Und was soll man mit uns werden? Na, ich könnte mir vorstellen, dass hier unter Wasser tatsächlich irgendwas ist. Weil wir haben doch auch mal von einem Gegenstand erfahren, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Auf jeden Fall sollte der sich unter Wasser befinden für die magische Teppichquest, ne? Die Netze müssen gut in Schuss sein, ob die Männer nur fischen können oder nicht. Die Fischer kriegen den ganzen Rum, aber was wäre schon ein Fischer ohne seine Fuh? Der wüsste ja gar nicht zu helfen. Ja, durchaus, durchaus. Schon Unterschied, ob da ein roher Fisch liegt oder Fischfilet oder frittierter Karpfen oder was weiß ich, in dem Fall jetzt nicht Karpfen, weil die aufs Meer hinausfahren. Aber okay. So. La da di fa la la. Wenn man so im Haus herumpütschert, geht doch nix über ein Liedchen. Und was für ein Lied das ist, die Melodie dieses alten Mannes geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Also dieser alte Mann scheint jedenfalls sehr wichtig zu sein. Was ich nicht verstehen kann, warum tut der alte Musiker sich das an, von Stadt zu ziehen? Das muss furchtbar müdend für den armen alten Mann sein. Bei so viel Talent findet sich bestimmt irgendein König oder sowas, der ihn beim Hof als Vollzeitmusikus engagiert. Und wir haben ihm Paroli geboten. Oder so. Ich denke, wir sind durch, nicht wahr? Also, Gott, jetzt habe ich schon wieder getan. Das ist furchtbar. Na, sowas kommt hin und wieder auch mal vor, ne? Dass man sich so eine Redeangewohnheit angewöhnt, so kurzfristig, ja. Dann verfolgt einen das ständig und irgendwann hört es dann einfach auf. Wer kennt das nicht? Oh Gott, ich wollte schon wieder nicht wahr sagen. Ich glaube, ich lasse das lieber. Wir sollten die heutige Folge beenden, das ist ja schlimm. oh Mann, ey. Was ist denn hier los? So, dann verzeichne das Ganze doch bitte mal ins Abenteuerbuch. Dann sehen wir mal beim nächsten Mal in diesen gefährlichen Ort. Ich denke, das könnte auch etwas interessanter und spannender sein als so ein kleines Fischerdorf, wo wir jetzt eigentlich nur etwas von einem Musiker erfahren haben. Ja, das war's im Prinzip auch schon, ne? Es kommen keine Fische mehr rein. Okay, die Jagd nach Fischen, Fischerei läuft schlecht. Und das müssen wir natürlich irgendwie genauer untersuchen. Aber ansonsten scheinen die ja momentan keine wirklich großen Probleme zu haben.
Auch wenn in dem Ort, wo wir als erstes waren, auf einmal alle Leute verschwunden sind. Das ist dann schon etwas komischer, ne? Finde ich auch merkwürdig, dass einfach kein Kommentar dazu verloren wurde. Und so hingenommen. Oh, die sind weg, okay. Gehen wir einfach mal durch den Tunnel da. Keine Ahnung, ist wieder sehr, sehr, sehr komisch gewesen. Hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß es nicht. Das war, naja, komisch. Oder waren die doch alle nur in den Häusern? Ich meine, ich habe nicht mal in die Häuser reingeschaut. Ist nur verwunderlich, wenn vorher viele draußen sind, dass dann gar keiner mehr draußen ist. Wirklich niemand. Aber okay, wie auch immer. Auf jeden Fall, Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Dragon Quest 7.